Kohleausstieg, aber wie? Die Braunkohleländer streiten um Geld und den Zeitplan. Die Kanzlerin soll schlichten. Paukenschlag in Moskau. Putin baut den Machtapparat um. Regierungschef Medvedev tritt zurück. Ein schlechter Tag für Spitzel und Spione. Vor 30 Jahren stürmen DDR-Bürger die Stasi-Zentrale und retten jede Menge Akten vor dem Reißwolf. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend, willkommen bei heute Mittwoch, dem 15. Januar. Den Sport hat wieder Norbert Lehmann dabei. Mhm. Einen schönen guten Abend auch von mir. Es könnte ein langer Abend werden im Kanzleramt heute. Da sitzen nämlich Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Kohleländer zusammen, um den Fahrplan für den Ausstieg aus der Braunkohle festzulegen. Bis 2038 soll mit dieser Art der Stromgewinnung in Deutschland ja Schluss sein, dem Klima zuliebe. Doch sind im Braunkohlebergbau rund 20.000 Menschen beschäftigt. Was wird aus ihnen? Die Tagebaue liegen im Rheinischen, Mitteldeutschen und Lausitzer Revier. Pro Jahr werden dort etwa 166 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut. Christoph Desterell. Wie Schluss machen mit der Kohle? Möglichst schnell, aber fair für alle. Der Plan steht eigentlich. Vor einem Jahr vorgestellt von der zuständigen Kommission. Viel passiert ist seitdem nicht. Und so befürchten sie etwa in der Lausitz, der mühsam erzielte Kompromiss könnte zum Nachteil des Ostens aufgeweicht werden. Folglich ist die Stimmung in der Region inzwischen so, dass auch mir gesagt wird, das wird wohl wieder nicht klappen. Da wäre zum Beispiel der Streit um Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Steinkohlekraftwerk, brandneu, relativ sauber. Schnell ans Netz damit, empfiehlt Ministerpräsident Laschet für den Klimaschutz. Wenn das Unternehmen nachweist, wir nehmen das ans Netz, aber schalten andere schneller ab als geplant und die CO2-Bilanz danach besser wird, finde ich, ist das in Ordnung. Für Datteln andere schneller abschalten, sagt sich so leicht, würde aber konkret wohl das Kraftwerk Schkopau treffen in Sachsen-Anhalt. 2000 Arbeitsplätze könnten wegfallen, gar nicht fair und auch nicht so ausgemacht, kontert Ministerpräsident Haseloff. Es kann nicht sein, dass wir in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung fast die gesamte CO2-Ersparnis für Deutschland gebracht haben, um die Klimaziele in Brüssel einzuhalten und jetzt noch mal bluten sollen. West gegen Ost, miese Stimmung beim Kohleausstieg. Und das ist nur einer von zig Streitpunkten. Die wichtigsten, wie rechtzeitig neue Arbeitsplätze für die Betroffenen schaffen, wie sicherstellen, dass die zugesagten 40 Milliarden für den Strukturwandel wirklich ankommen, wie die Kraftwerksbetreiber fürs Abschalten entschädigen. Ziemlich viel Stoff für einen Abend im Kanzleramt. Ja, und da reden die Beteiligten seit wenigen Minuten. Theo Koll vor dem Kanzleramt. Da scheint sich ein neuer Konflikt zwischen Ost und West anzubahnen, oder Theo? Eindeutig ja, der ist im Prinzip auch schon da. Der Kraftwerkstausch Moderne in Nordrhein-Westfalen gegen Alte in Sachsen-Anhalt, der ginge ja eindeutig zu Lasten einer strukturschwachen Region im Osten. Wir hören jetzt aus dem Wirtschaftsministerium, dass eines der möglichen Angebote an Sachsen-Anhalt sein könnte, dass schon bis Ende 2022 mehr Steinkohlekraftwerke als vorgesehen vom Netz gehen könnten. Und das hieße dann eine längere Laufzeit für das Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt. Gerade in den betroffenen östlichen Bundesländern sind die Ministerpräsidenten ja erheblich unter Druck der AfD. Und das macht den Konflikt auch zu mehr als einem rein wirtschaftlichen. Was die vier Kohleländer aber eint, ist die Forderung, dass die von der Bundesregierung zugesagten 40 Milliarden Euro für den Umbau auch langfristig im Haushalt festgeschrieben werden. Also ein Abend heute, bei dem es im doppelten Sinn um Kohle geht. Mhm. Morgen wissen wir mehr. Vielen Dank, Theo Koll. Überraschung in Russland. Die Regierung von Ministerpräsident Medvedev hat ihren Rücktritt angekündigt. Zuvor hatte Präsident Putin in seiner Rede zur Lage der Nation eine Verfassungsreform vorgeschlagen, wonach der Ministerpräsident in Zukunft vom Parlament gewählt werden soll. Über Putins Pläne und was dahinter steckt, Christian Semm. 16.32 Uhr in Moskau. Das russische Staatsfernsehen mit einer Einmeldung. Russlands Ministerpräsident Medvedev und die Regierung treten zurück. Kurz danach Putin und Medvedev. Der Präsident und sein engster Vertrauter und da schon Ex-Ministerpräsident erklären den Rücktritt mit anstehenden Änderungen im politischen System Russlands.
Als Regierung der Russischen Föderation müssen wir dem Präsidenten unseres Landes die Möglichkeit geben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Moment halte ich es für richtig, dass die amtierende Regierung gemäß Artikel 117 der Verfassung zurücktritt. Das war's. Damit hatte niemand gerechnet. Selbst betroffene Minister sollen nichts davon gewusst haben. Am Mittag hatte Präsident Putin noch seinen jährlichen Auftritt mit seiner Rede zur Lage der Nation. Ungewöhnlich früh im Jahr. Er redete vor allem über soziale Themen, aber auch über eine Verfassungsänderung. Das Parlament soll mehr Macht bekommen, indem es den Ministerpräsidenten und die Minister bestimmt. Das heißt, der Präsident wird nicht berechtigt sein, die vom Parlament bestätigten Kandidaten für die entsprechenden Ämter abzulehnen. Und als in Russland noch alle rätseln, was das für Putins Machterhalt bedeuten soll, tritt plötzlich die Regierung zurück. Es geht alles ganz schnell heute in Moskau. Medvedevs Nachfolger als Ministerpräsident wurde auch schon benannt. Michail Mishustin, bislang Leiter der russischen Steuerbehörde. Tja, Frage an unsere Russlandskorrespondentin Phoebe Gahr. Phoebe, wie ist diese überraschende Rochade von Präsident Putin zu deuten? Vieles spricht dafür, dass wir hier heute beobachten können, wie Präsident Putin seinen Machterhalt über das Jahr 2024 hinaus organisiert. Dann endet seine jetzige Amtszeit und nach der derzeit gültigen Verfassung dürfte er dann nicht mehr als Präsident in Russland antreten. Im Land wird schon lange darüber spekuliert, welchen Posten er dann vielleicht für sich in Anspruch nehmen könnte oder wie er eben versuchen würde, an der Macht zu bleiben. Viele haben sich heute von der Rede zur Lage der Nation einen Hinweis genau darauf erhofft und dann ganz genau hingehört, als Präsident Putin anfing, über mögliche Änderungen in der Verfassung zu sprechen. Die würden für Russland eine deutliche Verschiebung der Macht bedeuten, und zwar weg vom Amt des Präsidenten interessanterweise hin zu anderen Verfassungsorganen. So soll ja zum Beispiel das Parlament gestärkt werden und dann künftig über Ministerpräsidenten und Minister entscheiden dürfen. Der Rücktritt der Regierung jetzt kommt aber natürlich zu einem Zeitpunkt, zudem es noch an Präsident Putin ist, die Posten neu zu besetzen. Und so kann er jetzt eine Regierung ernennen, die seinen Zukunftsplänen, wie auch immer die aussehen mögen, dann unterstützend zur Seite steht. Vielen Dank für Ihre Analyse, Phoebe Gahr in Moskau. Die deutsche Wirtschaft ist 2019 im 10. Jahr hintereinander gewachsen. Mit einem Plus von 0,6% hat das Wachstum aber an Schwung verloren. Der Export wuchs nur leicht. Spürbar waren die Unsicherheiten, die der Brexit und der Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelöst haben. Darunter litt vor allem die Autobranche. Stark hingegen waren der Konsum und die boomende Bauwirtschaft. Der Klimaschutz wird nun auch ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Mehrere Beschwerden richten sich gegen die Bundesregierung. Der Vorwurf, ihre Maßnahmen und Beschlüsse etwa zum Klimapaket seien unzureichend. Kläger sind Jugendliche von Fridays for Future, unterstützt von Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe und German Watch. Sie begründeten in Berlin ihre Verfassungsbeschwerde. Ihr Ziel? Karlsruhe soll die Bundesregierung zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen steht. Linke, SPD und Grüne haben sich auf ihr Programm verständigt. Wie die Parteispitzen am Abend in Erfurt mitteilten, enthält es gemeinsame Projekte wie ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr, mehr Schulsozialarbeiter und eine Mobilitätsgarantie für Menschen auf dem Land. Die Dreierkoalition regiert Thüringen seit 2014, hatte jedoch bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober ihre Mehrheit verloren. Das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle an der Saale ist angegriffen worden. In der Fensterscheibe wurden 5 Einschusslöcher festgestellt. Der aus dem Senegal stammende Politiker wurde in der Vergangenheit immer wieder Opfer rassistischer Anfeindungen. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte auf mehrere Gebäude in der Straße geschossen. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Wiederholt hatte es Angriffe und Gewaltandrohungen gegen Politiker gegeben. In die USA. Zum nächsten Schritt im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen noch heute die Anklageschrift dem Senat übergeben. Damit beginnt dort formell das Verfahren gegen Trump. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen im Repräsentantenhaus.
Für eine Amtsenthebung müsste sich im Senat eine Zweidrittelmehrheit aussprechen. Das gilt als sehr unwahrscheinlich. Im Zollkonflikt USA-China gibt es eine erste Einigung, ein Teilabkommen. Im Weißen Haus wurde es soeben feierlich verkündet. Die Zeit gegenseitiger Strafzölle scheint zu Ende zu gehen. Es ist ein teurer Konflikt für beide Seiten. Im vergangenen Jahr brach der Export chinesischer Güter in die USA massiv ein. Nach vorläufigen Zahlen um rund 100 Milliarden US-Dollar. Das Exportminus der USA in China lag bei rund 25 Milliarden. Jetzt also ein erster Schritt, um den Handelskrieg zu beenden. Aus Washington, Ines Trams. 86 Seiten sind übrig geblieben von einem Papier, das mal 150 Seiten dick war. Es ist nicht das umfassende Abkommen, das Präsident Trump immer forderte. Doch er will es feierlich vor 200 Gästen unterzeichnen. Trump ist wegen des Amtsenthebungsverfahrens unter Druck. Er will einen Erfolg und sei es einen kleinen. Es ist ein unglaublicher Deal für die USA, für beide Seiten. Er wird in der Welt für stabileren Frieden sorgen. Teil 1 eines Handelspakets. Die Chinesen versprechen, deutlich mehr Energie, Industriegüter und vor allem Agrarprodukte aus den USA zu kaufen, insgesamt im Wert von 200 Milliarden Dollar. Auch sagen sie zu, geistiges Eigentum zu respektieren. Im Gegenzug verzichten die USA auf neue Zölle. Die bestehenden Strafzölle bleiben jedoch größtenteils in Kraft. Wir werden mit Teil 2 des Pakets bald beginnen. Solange werden die Zölle bestehen bleiben, das schockiert einige. Aber ich werde sie erst erlassen, sofern wir Phase 2 erreichen. Eine Waffenpause im Handelskrieg zwischen den Präsidenten Xi und Trump. Vertagt sind Streitpunkte wie staatliche Subventionen für chinesische Unternehmen. Dies ist eine monumentale Niederlage für Präsident Trump, da er es nicht geschafft hat, die Struktur der chinesischen Wirtschaft zu verändern. Die Subventionen spricht dieser Deal nicht an. Trumps Finanzminister hat bereits neue Zölle angedroht, sofern die Chinesen das Abkommen nicht umsetzen. Der Handelskrieg, er ist längst nicht vorbei. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft China einen beispiellosen Angriff auf die Menschenrechte vor. In dem Land herrsche die brutalste Unterdrückung seit Jahrzehnten, vor allem gegenüber muslimischen Minderheiten. Der Chef von Human Rights Watch, Kenneth Roth, rief demokratische Staaten dazu auf, entschieden dagegen vorzugehen, zum Beispiel durch das Einfrieren chinesischer Auslandsvermögen. Die Regierung in Peking wies die Vorwürfe zurück. Die DDR-Staatssicherheit war das Instrument der Regierung, um Millionen Deutsche auszuspionieren und zu drangsalieren. Heute, vor 30 Jahren, besetzten Demonstranten die Stasi-Zentrale, um die Vernichtung von Akten zu verhindern. Wer hat wen wie bespitzelt? Das Interesse an solchen Fragen ist ungebrochen. 7,3 Millionen Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akten wurden gestellt. Und Aktenmaterial gibt es reichlich, insgesamt 111 Kilometer lang. Aus Berlin Roman Leskova und Henriette de Maizière. 15. Januar 1990, früher Abend. Tausende Demonstranten strömen zur Stasi-Zentrale. Die Angst vor Aktenvernichtung treibt viele um. Mittendrin damals Christian Hallbrock, sein erster Blick hinter die unüberwindbaren Tore. Man kannte dieses Angstbild von der Stadtsicherheit. Und dann war das alles auf einmal so mittelmäßig und nichtssagend. Eine menschenverachtende Behörde im Biedermeier-Charme. Nach der Erstürmung endet die Arbeit im Verborgenen. Die Stasi wird schließlich aufgelöst. 30 Jahre danach ist der Bundespräsident gekommen, um den Einsatz der Beteiligten zu würdigen. Wie viel Mut gehörte zu diesem friedlichen Sturm auf die Bastionen der Repression? Wie viel Mut gehörte dazu in dieser Zeit des Chaos, in der die Macht der Staatssicherheit noch bewaffnet war? Aus dem Unterdrückungsapparat wird letztlich die Stasi-Unterlagenbehörde. Bis heute setzen Mitarbeiter geschredderte Dokumente mühevoll zusammen. Rund 57.000 Bundesbürger beantragten vergangenes Jahr die Akteneinsicht. Wir sind auch zum Vorbild für viele, viele Länder geworden, die ja Umbruchssituationen erlebt haben, die auch Unterlagen der vorher herrschenden nutzen, um aufzuklären.
Künftig ändert sich allerdings die Zuständigkeit für die Akten. Kommendes Jahr sollen die Bestände ins Bundesarchiv überführt werden. Und nun zu dir, Norbert, und zur Handball-Europameisterschaft. Ja, und da steht Deutschland zum Beginn der Hauptrunde gewaltig unter Druck. Morgen das erste Gruppenspiel gegen Weißrussland. Ein Sieg ist Pflicht für das Team von Trainer Christian Prokop. Sonst dürfte es mit dem Halbfinaleinzug sehr, sehr schwierig werden. Ein anderes Ambiente für Deutschlands Handballspieler. Jetzt also Wien statt Trondheim. Nach einer schwierigen Vorrunde, die analysiert und abgearbeitet sein soll. Neustadt möchte ich gar nicht ausrufen, sondern wir haben sehr viele Erkenntnisse aus der Vorrunde genommen. Und jetzt geht es darum, perfekt in die richtige Richtung zu gehen. Zwei, die das bislang am ehesten gemacht haben, sind Julius Kühn und Timo Kastening. Kühn war beim Zittersieg gegen Lettland in Wurflaune. Linkshänder Kastening überzeugt durch seine Unbekümmertheit. Eigenschaften, die für die Hauptrunde gefragt sind, und zwar schon morgen gegen Weißrussland, das nach Siegen gegen Serbien und Montenegro in besserer Stimmung ist als die deutsche Mannschaft. Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wurde Vanessa Hinz als achte beste Deutsche beim 7,5 Kilometer Sprint. Während Snowboarderin Ramona Hofmeister von Sieg zu Sieg rast, heute gewann sie beim Weltcup in Bad Kastein auch den Teamwettbewerb im Parallelslalom zusammen mit Stefan Baumeister. Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Adelaide im Achtelfinale verletzt aufgeben müssen. Und vor Beginn der Australian Open in Melbourne gab es heute Tennisbegegnungen der besonderen Art. Melbourne, eine der lebenswertesten Städte der Welt, leidet unter den höchsten Feinstaubwerten. Das Training für die Australian Open ausgesetzt. Man hat es wirklich auch gerochen in der Luft und auch atmend viel schwerer als sonst. Ja. Dann ist er da, der Regen, auf den alle gehofft haben. Er soll die Luft reinigen. Fürs Wochenende ist noch mehr angekündigt. Das erste Major-Turnier des Jahres dürfte wohl am Montag planmäßig starten. Benefizveranstaltung für die Opfer der Brände. Alle Stars geben sich die Ehre unterm Hallendach. Roger Federer und ich werden 250.000 australische Dollar spenden für die Opfer der Brände. Rund 3 Millionen Euro Erlös bringt die Tennisshow. Tolle Gesten, muss man sagen. In der Tat. Es ist Mittwoch und Zeit für die Lottozahlen. Die Gewinnzahlen lauten 2, 8, 24, 31, 43, 46 und die Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das Januarwetter sieht eher nach März aus. Es wird sonnig und mild. Wo es ein bisschen winterlich ist, das sagt uns gleich Günther Thiersch. Das war's von uns. Danke für Ihr Interesse. Christian Sievers und das Heute-Journal um 21.45 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder zur Stelle, Punkt 19 Uhr. Machen Sie es gut. Actimel mit 20 Milliarden LKCI-Joghurtkulturen und Vitaminen. Unterstütze dein Immunsystem, weil du nie weißt, wie hart dich der Winter treffen kann. Wow! Kleine Flasche, große Power. Egal wie das Wetter wird, zu Hause will man sich wohlfühlen. Deshalb nutzt Frosch auch Wirkstoffe aus europäischem Anbau. Beispielsweise aus Sonnenblumen oder Oliven, die kraftvoll beim Reinigen helfen. Frosch. Für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Schon probiert? Frosch Waschmittel. Hautschonende Sauberkeit für Wäsche zum Wohlfühlen. Miamor. Feines für Katzen. Miamor, feine Filets vom Thunfisch. Miamor, feines im Fachhandel. Zahlen begleiten unser Leben. Unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Deshalb arbeiten wir täglich daran, mit Investmentfonds mehr aus ihrem Geld zu machen. Ganz unabhängig von der Wetterlage. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. Mega ätzend war das. Jedes Essen ein Roulette-Spiel. Danach dann auf Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, das volle Programm. Dachte, das geht immer so weiter. Aber dann hat mir mein Arzt das neue Kichimea empfohlen. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Das ist echt eine super Sache, dieses neue Kichimea Reizdarm Pro. Neu, Kichimea Reizdarm Pro. Jetzt 40% wirksamer. Das Wetter. Donnerwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von bet1.de.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute Nacht wird es im Norden mal kurz nass. Morgen wird es dann aber wieder überwiegend sonnig, auch in Norddeutschland. Und es bleibt mild. 10 Grad Höchsttemperatur, so etwa in Mitteleuropa. Und auch im Osten vermisst man den Frost. Osteuropa 5 bis 10 Grad Höchsttemperatur. Ganz ungewöhnlich für Mitte Januar. Bei uns wird es wenigstens ein bisschen Frost. Hier im östlichen Bayern wieder bis minus 3 Grad. Sonst bleibt es frostfrei. 2 bis 7 Grad morgen früh. Dazu ist es bewölkt von Westen her. Aber dieser Regen, der da fällt, der wird auf dem Weg nach Osten immer schwächer und es ist auch nicht mehr so windig. Ja, morgen wird es dann recht freundlich. Der Wind dreht ja auf Süd, ist nur noch sehr schwach. Sonne haben wir im Norden, Sonne im Süden. Zwischendrin allerdings am Main, zum Teil östliches Bayern, ist es stärker bewölkt. Zum Nachmittag kommt die Sonne raus. Und es ist nicht mehr ganz so warm, aber immer noch sehr mild. 8 bis 11 Grad sind es meist. 14 Grad in Stuttgart und Freiburg. Im östlichen Bayern bleibt es ein bisschen frischer. Und die Aussichten nach einem freundlichen Freitag wird es von Westen her bewölkt mit Regenschauern. Das Wochenende wird ein bisschen kühler, wechselhafter, mit Schnee in den Bergen und südlich der Donau. Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut. Donnerwetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von bet1.de. Die Nummer 1 für schöne und gesunde Wimpern aus der Apotheke. So schön waren meine Wimpern noch nie. Ich werde ständig von meinen Freundinnen darauf angesprochen. Der Wimpernbooster unterstützt das natürliche Wachstum der Wimpern, ganz ohne hormonelle Inhaltsstoffe. Längere und kräftigere Wimpern in nur 30 Tagen. Mich hat die Wirkung überzeugt. Der Wimpernbooster von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. Ich bin Nikolas Held. Ich bin Polizist. Unser Held des Tages. Gleich im ZDF. Das ist der komplette Wand. Wir kommen im neuen Semester. Mal sehen, was Sie im Hörsaal gelernt haben. Es sind die Besten. Polizei, keine Bewegung! Mögen wir auch dieses Semester überleben. Ich weiß, wer uns unbekannt ist. Gute Arbeit, Kollegen. Und? Er hat gute Arbeit gesagt. Er hat Kollegen gesagt. Blutige Anfänge, die neue Serie. Ab 29. Januar, 19.25 Uhr. Diese Träume. Immer sind sie nackt. Außer den Schuhen. Die Socken, die lassen sie dann bei mir. Ja. Mhm. Und dann die Merino-Schafe. Bunt, himmelblau, flammenrot. Leim? Wir müssen was dagegen tun. Hab ich schon. Gießwein Merino Walnut. Puh. Für Damen und Herren. Mehr auf gießwein.com. Drei Stunden müssen wir auf der Bühne sein. Wir brauchen sofort einen Ersatzwagen. Aber ein weißer Van geht gar nicht. Augenblick. When I need you, just close my eyes.